Hallo Freunde, ich hatte schon zwei Videos zum französischen Ventil gemacht und das ist wirklich etwas, was man gar nicht so, also die Dinger finde ich einfach nicht gut, die sind nicht schön, die kann man nicht gut aufpumpen, die biegen sich hin und her, also keine coole Sache. So, und jetzt habe ich das aber, glaube ich, mit diesem Aufsatz nicht besonders gut erklärt. Also das ist halt meine Lösung, wie ich aus einem französischen Ventil so ein quasi eine Art Autoventil mache oder ein Autoventil im Grunde. Ne? Wie funktioniert denn das Ganze? Ich erkläre das nochmal in Ruhe und wie man das macht, dass es sich auch aufpumpen lässt. Ne? Das ist halt auch wichtig dabei. Los geht's. So, als erstes müsste man sich quasi so ein Ventil besorgen, beziehungsweise es ist ja kein Ventil, es ist eigentlich nur ein Adapter, ein Aufsatz, ja. Innen ist das Ding leer, ja, und hat im Grunde hier außen ein Auto, ja, Gewinde, ne? Und innen hat es ein Gummi und das Gewinde auch, dass das französische Ventil dort außen hat. Also es ist eigentlich nur ein Aufsatz, kein Ventil, ne? Dass man drüber schraubt. So, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wie funktioniert denn ein französisches Ventil? So, jetzt hat er endlich scharf gestellt. Also im Grunde ist es so, das funktioniert ja nur, wenn wir das hier, also quasi dieses Rädchen da aufdrehen. Und sobald da Luft durchströmt, kann quasi, also sobald, also wenn das aufgedreht ist, dahinter ist quasi eine Feder. Und sobald von hier Luft reinströmt, macht das Ventil auf und die Luft kann da, also wir haben zwar Gegendruck, aber der Druck aus quasi aus der Luftpumpe oder womit man auch immer pumpt, ist halt größer und die Luft geht quasi in den Schlauch rein. Das ist das Prinzip. Nun, das Problem ist natürlich, wenn man so ein Ding aufpumpt, das ist schnell verbogen, das funktioniert nicht richtig, also es ist nicht schön, ganz einfach, es ist nicht schön. So, jetzt habe ich natürlich überhaupt da keine Lust, einmal den Reifen hier abzunehmen. Und den Schlauch zu wechseln ohne Sinn und also Unverstand, also habe ich ja überhaupt da keinen Bock drauf. Und da habe ich halt nach einer günstigen Lösung gesucht, wie kann ich das machen, ohne dass ich da jetzt mir die Arbeit machen muss. Ja? Und da bin ich zu meinem Fahrradhändler um die Ecke, habe gesagt, hör mal, ich brauche so einen Aufsatz hierfür. Hat irgendwie 2 Euro oder 2,50 Euro gekostet. Ne? Aber wie gesagt, das Ding kriegt man auch im Internet, vielleicht sogar billiger, ich weiß es nicht, vorbei. Da muss man immer die Versandkosten mit reinrechnen, also da würde ich doch vielleicht zu Fahrradhändler gehen, wie auch immer, auf jeden Fall. Und im Grunde machst du nichts anderes, als das Ding einfach nur da drauf schrauben, also da drüber schrauben, fertig. Das ist die ganze Arbeit, die du machen musst, ja? So. Und man hört schon, also das ist halt dieses blöde Ventil, das geht immer wieder mal so. So, ich habe es jetzt aufgeschraubt und fertig. Das heißt, der Ventil selbst ist aufgedreht. Heißt, wenn jetzt im Grunde ich hier einen Aufsatz drauf mache und das Ganze drüber, also die Luft reinpumpe, dann geht dieser Nippel nach innen und lässt die Luft durch und es funktioniert wie ein normales Autoventil im Grunde. Und dieses störende, das Ding, das da rausguckt, das guckt halt nicht mehr raus. Es ist wie ein normales Autoventil geworden. Ne? Also an sich ganz, ganz easy, überhaupt da kein Problem. Ja? Also, nochmal kurz die Funktion, kurz erklärt. Im ersten Schritt, also das ist das, was man wirklich machen muss, sonst funktioniert man das auch nicht. Man muss natürlich erstmal das hier, quasi diesen Aufsatz hier einmal nach draußen drehen, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht. Wenn ich das hier reingestaubt habe und versuche das da in Luft reinzupumpen, das geht nicht, weil das Ding lässt sich nicht reindrücken und die Luft kann nicht durchströmen. Das würde nicht funktionieren, ja, das ist wichtig. Ja, das heißt, ein französisches Ventil geht auch nur, wenn man das hier aufgedreht hat, ja. Und dann, also in Normalzustand dreht man das Ganze wieder zu, wenn das alles aufgepumpt ist, weil das soll ja auch keine, also das soll sich ja nicht bewegen und da soll ja auch keine Luft entweichen. So. Das wäre der Normalzustand. Ne? Wir machen das aber auf und drehen quasi diesen Adapter da drüber
und fertig. Und dann kann das Ding auch aufbleiben, das kann sich nicht verbiegen, das kann nicht kaputt gehen. Ja? Und ich kann jederzeit an der Tankstelle oder mit normalen Autoventil bzw. Autopumpe das Ganze aufpumpen ohne Probleme, fertig. Ja? Und dafür brauche ich eigentlich nur diesen Aufsatz. Das war's schon. Ja, Freunde, jetzt habe ich das hoffentlich ein bisschen besser erklärt als vorher, weil vorher habe ich einfach nur das Teil gezeigt, drüber geschraubt, fertig, Thema durch. Und naja, hätte ich jetzt keine Ahnung davon, hätte ich das vielleicht auch selbst nicht hingekriegt, ne? Weil ich nicht wüsste, hä? Das pumpt ja mit den Adapter ja nicht auf, ne? Warum geht das nicht? Ja, aber ich sage jetzt mal, wenn man das einmal zeigt, wie das funktioniert, dann denke ich mal, ist das ein bisschen einfacher. So, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte damit den einen oder anderen weiterhelfen. Ich danke euch für eure Abos und Likes und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.